Mensch, Martin, du hast gerade geschafft. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass du einen Termin vergessen hättest. Nicht doch. Komm, wir setzen uns hier und dann sitzen wir nämlich. Aber du bist ein bisschen im Stress, oder? Ja, total. Total viele Projekte und Das heißt, du musst noch arbeiten. Ja, ja. Weißt du, ich muss noch arbeiten, heute Abend noch oder jetzt? Nein, du musst überhaupt noch arbeiten. Das ist jetzt gerade Arbeit hier. Investments allein haben es noch nicht gebracht, bis jetzt. Naja, also ich habe auf jeden Fall schon festgestellt, dass einige Investment-Tipps, die wir ja gegeben haben, so, ich verfolge das ja nach dann, meistens ist das ja eBay die Quelle. Und ich würde mal sagen, so einige Rinnsale versiegen da schon mittlerweile. Also irgendwelche Fahler und Stankowski-Drucke sind kaum noch zu haben. Also hättet ihr mal auf uns gehört, dann, also jetzt ist es zu spät. Das Schöne an diesem Format, man ist wie Soros, man macht einen Markt für abseitige, verkannte Kunst, kunstähnliches, anverwandtes Design. Sammelobjekte. Wir wollen euch natürlich auch zu Sammlern machen und quasi die 8 Euro, die ihr hier investiert habt, sollen sich auszahlen am Ende, nicht nur durch unsere Editionen, die natürlich jetzt schon deutlich mehr wert sind, als sie kosten, sondern auch durch unsere Investment-Tipps für alle, die neu dazugekommen sind in der Volksbühne. Und was haben wir ausgesucht diesmal? Ich glaube, ich fange an, oder? Fragt man Künstler nach ihren Lieblingskünstlern, dann kommt erstaunlich häufig der Name Peter Piller, ist mir aufgefallen. Ein Geheimtipp, ein Künstler. Peter Piller hat in den 90ern in einer Hamburger Mediaagentur gearbeitet, wo er, damals hat er noch nicht von seiner Kunst leben können, wie 9 von 10 Berliner Künstlern, und musste kontrollieren, ob die Anzeigenschaltungen auch in jedem Lokalblatt erschienen sind, und hat angefangen, diese Lokalblätter systematisch zu archivieren nach Suchfeldern. Dazu gehören thematische Serien wie etwa Schießende Mädchen, Autos anfassen, Personen, die in Löcher schauen, Pfeil, der irgendwo hindeutet im Bild, wo man nicht genau weiß, was es ist, Bauerwartungsflächen. Das ist alles sehr, sehr unterhaltsam, aber auch gleichzeitig sehr eindrücklich in dieser Zusammenschau. Hier sehen wir die Löcher. Es gibt schlafende Häuser. Es hat eine wahnsinnige Poesie. Und es gibt ein Archiv Peter Piller, das Sachen herausgibt, regelmäßige Zusammenstellungen der Arbeiten. Da war bis vor kurzem einiges auf eBay, ist allerdings auch gerade etwas dünn. Man muss, hier sieht man Vandalismus in Lokalzeitungen. Auch sehr schön. Man muss ein bisschen gucken, aber bei den Antiquariaten wird man fündig. Einerseits gibt es, das gab es auf eBay, ist sehr zu empfehlen, von Griffelkunst Edition, die Postkartensets, die signiert sind, zu den einzelnen Themenfeldern, immer 10 bis 15 Postkarten. Alle 7 Postkartensätze zusammen für 345, naja, das geht noch günstiger, muss man bei eBay mal gucken. Alle diese Archiv-Themenserien zusammen im Band Zeitungen signiert, gibt es um die 100 Euro, lohnt der Anschaffung. Martin. Ja. Ja, ich stelle hier vor einen Künstler aus den Niederlanden, Zetz, wie man links oben sieht, kommt aus der Graffiti-Szene, aus Leiden ursprünglich. Und wer sich in den 90er Jahren für Graffiti interessiert hat, wie ich zum Beispiel, der kennt Zetz natürlich als echten Oldschooler, der auch viel in Amsterdam und überall gemalt hat. Ich habe da mal
irgendwann im Laufe der 90er ja auch mal so ein Graffiti-Magazin in der Hand gehabt, da war so ein Interview mit ihm drin, da war so ein langhaariger Typ. Also er hat Kunst studiert, so, das ist ja natürlich der totale Anschluss an heute Abend. So. Er hat Kunst studiert und in dem Interview erzählte er, dass er ein Stipendium hat und eigentlich so mehr oder weniger, klang es so, von Hartz IV lebt. Und das war, ja, es war irgendwie interessant zu sehen, dass jemand halt so diesen Weg einschlägt. So, und jetzt habe ich den, der ist mir jetzt wieder mal in mein Bewusstsein getreten, so vor, also letztes Jahr oder sowas. Und da habe ich halt gesehen, dass er sehr viel halt daraus gemacht hat, aus der ganzen Sache. Und hat sehr experimentell gearbeitet, viele Einflüsse von Piet Mondrian, was ja passt, bis zu Konstruktivisten und so weiter verarbeitet. Und arbeitet auf vielen Gebieten, von Installationen zu Papierarbeiten, zu Siebdrucken. Natürlich immer noch dabei, seinen Namen auch zu malen gleichzeitig. In seinen Kunstwerken entfernt er sich davon etwas und da sind die Buchstaben dann nicht mehr so wichtig. Also das ist immer noch die Basis des Ganzen. Allerdings werden die Sachen halt immer abstrakter. Achso, ich muss selber klicken. Und hier sieht man halt so ein paar Sachen, das ist halt so etwas wie so ein Fanzine, was da verkauft wird, so oben links, oder halt ein Buch, das ist dann Siebdruck, das andere sind eben Beispiele auch von Siebdrucken von ihm. Eben abstrakte Sachen, fast ein bisschen wie, wie die Bluse von der Künstlerin, die gerade auf der Bühne saß. Aber man kann die Sachen eben kaufen. Er ist halt immer noch, er hat halt voll Street Cred und ist halt trotzdem in Galerien vertreten, wenn auch in Mini-Galerien, wie man hier sieht, aber schon international, also verschiedene Sachen. Er war gerade irgendwie in Japan, wohnt in Mailand, macht da viel und man kann die Sachen eben käuflich erwerben, wie man hier sieht, ein Druck für 225 Euro, die Siebdrucke kosten so um die 300 Euro, was man halt so finden kann. Diese Papierarbeiten, was dann Unikate sind, die sind dann schon teurer, die kosten irgendwie über 1000 Euro. Ich würde sagen so, es ist immer noch ein Kauftipp, auch wenn wir jetzt vielleicht ein paar Jahre zu spät sind damit. Also, aber trotzdem, so, es steht immer noch Mini vor der Galerie und wenn Maxi kommt, dann wird es natürlich umso teurer. Das heißt, Schoppette-Tipp, immer noch einsteigen. Dankeschön. Ebenso wie die Street Art langsam in den höheren Olymp der Kunst- und Sammelobjekte, Sammlungen eingemeindet wird, sind Designobjekte längst eingemeindet, Vintage Fashion, gemäß dem Zitat von Carrie Bradshaw, ich mag mein Geld da, wo ich es sehen kann, hängend im Schrank. Erstaunlicherweise sind Vintage-Sonnenbrillen noch nicht wirklich so in den Fokus geraten. Eine Vintage-Sonnenbrille, die einem sofort einfällt, wenn man an Kunst denkt, ist natürlich dieses Modell, die Yoko Ono-Brille. Gleichzeitig ein Designklassiker von Ferdinand Porsche als Signature-Piece seines Studios, selbst gegründeten Studios. Er wollte mit dem 911er und mit Autos nichts mehr zu tun haben. Das hat er gemacht. Dann hat er das Studio gegründet und sehr mit Porsche Design erst eine Uhr und dann diese Shield-Sonnenbrille, die natürlich den Zeitgeist der 80er einfängt wie keine andere. Yoko Ono hat es sofort gerafft. 1978 kam sie auf den Markt. 1979 tauchte Yoko Ono damit auf der ersten Pressekonferenz auf und hat sie seitdem kaum abgesetzt. Jedenfalls sieht man sie auf Magazincovern immer damit. Porsche Design hat sie neu aufgelegt. Jetzt heißt sie nicht mehr 5260, sondern 8000 irgendwas und etwas überarbeitet. Das interessiert uns als Sammler natürlich nicht. Wir wollen das Originalmodell aus den 70ern. Das gibt es bei Lunette in Neu und anderen Sonnenbrillen. Spezialseiten für Vintage-Sonnenbrillen für ab 500 Euro. Gute Gebrauchte, wenn man nicht vorhat, sie in den Schrank zu legen. Für Sammler heißt natürlich eigentlich Mint Condition, dass sie ungetragen ist. Kriegt man bei eBay ab, ich würde mal sagen, 200.
Euro. Dann ist man gut dabei, wenn sie gut im Schuss und auf die Verpackung achten. Die sollte dabei sein. Last but not least. Ja, jetzt machen wir die Wundertüte nochmal auf. Also Schoppette heißt natürlich auch immer, dass wir ganz runtergehen, halt, wo sich sonst keiner hintraut. Flohmärkte, eBay, wir graben alles um und so kommen wir. Graben auch in der Kindheit. Kindheitserinnerung. So. Nostalgie ist ja eine Wunde, wie wir von Don Draper wissen. Wusstest du das? Das griechische Wort Nostalgie heißt Wunde. So, ja, okay. Nicht ja, dann müssen wir jetzt alle nochmal sehr nostalgisch werden. Also ich auf jeden Fall, der persönlich beide Systeme gefahren hat. So. Kenner wissen natürlich, das sind die Spielsysteme gemeint. Von Spielfiguren, Playmobil oder Playbig. So. Also man musste sich nicht entscheiden, man konnte auch beide haben natürlich. Die Playbig-Figur kam ein bisschen nach der Playmobil-Figur, was gleich nochmal interessant wird. Also 1974 kam Playmobil auf den Markt, 1975 Playbig so. Und das Big hat natürlich eine Bewandtnis. Wie man sieht, sind die einfach einen Kopf größer. Und nicht nur das, sie konnten auch beide Beine einzeln bewegen und hatten auch, wie man in der zweiten Reihe sieht, nicht nur lachende Figuren, sondern auch welche, die ein bisschen traurig gucken oder sogar böse. Oder welche mit einer coolen Brille, wie man da hinten sieht. Es gab diese Koexistenz von Playmobil und Playbig. Tatsächlich, was schon fast überraschend ist, nur 4 Jahre lang. Es gab nämlich Playbig nur von 1975 bis 1979 auf dem Markt. Denn als, ja, ich will jetzt nicht sagen MeToo-Produkt, aber als, sie wurden mit einem Prozess überzogen von der Geobra Brandstätter GmbH. Beides ja deutsche Marken, ne? Also ist ja, nicht die so, kommen auch beide aus der Richtung Nürnberg da tatsächlich. Also, ja, man könnte sagen, es ist ein Zufall, dass sie jetzt so mit einem Jahr Verspätung auch mit so einer Spielfigur kamen. So, wahrscheinlich nicht. Aber dafür hatten sie halt die größere Figur und dachten halt, sie könnten wahrscheinlich Playmobil wegbashen. Und sie hatten nicht nur die größeren Figuren, sondern es gibt natürlich auch noch einen ganz speziellen Punkt, wo sie natürlich klar im Vorteil waren. Sie hatten nämlich die Bundeswehr im Angebot, was, was Playmobil getreu der Losung des Inhabers, die haben auf jeden Fall nur Militär bis 1900, so, was natürlich uninteressant ist für Indianer und so weiter. Ja, Indianer und auch noch irgendwelche so Nordstaatler, Südstaatler, aber nicht die Bundeswehr mit modernen Waffen, wie man also sieht, mit Maschinengewehr, G3, also handfeuertechnisch ist da irgendwie alles vertreten, Panzerfaust, hinten ein schöner Unimog, so. Playmobil, wie gesagt, wird bis heute verkauft, Playbig hierzulande nicht. Es gab sie halt nur 4 oder 5 Jahre. Das heißt, es sind natürlich per se Sammlerstücke, das ist natürlich klar. Denn alles ist natürlich, ja, man kann sie nicht mehr neu bekommen. So. Man muss, ich würde sagen, ein Stück Zeitgeschichte. auf jeden Fall. Das heißt also, da ist auf jeden Fall eBay angesagt, wenn man da Interesse dran hat. Ich persönlich, jetzt plaudere ich mal ein bisschen so, also ich persönlich habe die Ritter besessen, also das Ritterset unten links habe ich besessen und zwar in Mint Condition, also das heißt, da waren diese ganzen Waffen und Teller noch halt an diesem Plastik Frame. Spritzguss. Ja, genau. Gerüst. Ja, wenn man ehrlich ist, ist es Spritzguss.
Genau, habe ich für 80 Euro verkauft. Also jetzt hier werden sie für 22,99 angeboten. Da sind die allerdings nicht mehr so original verpackt, vermute ich so. Sind noch in der Originalpackung drin. Also wenn ihr das seht auf dem Flohmarkt oder irgendwo im An- und Verkauf, wo ich es auch gesehen habe, so sofort zuschnappen. Und wenn man in Mexiko ist im Urlaub, der kann die auch nochmal kaufen. Da sind nämlich die ganzen Spritzgussformen hin verkloppt worden. Und da gibt es die Pequeno José, Sorpresa Playbi Glory. Und da gibt es auch die Bundeswehr wieder, wie man unten rechts sieht. Und da kann man sie brandneu kaufen. Und, da heißen sie Zapatisten, oder? Und da würde ich mal einen echten Reimport euch ans Herz legen. So. Also wer demnächst mal hinkommt, so im großen Stil einkaufen und dann mal so hier in Berlin mal so einen kleinen Pop-Up-Store eröffnen. Okay, danke Martin. Ihr wisst, was ihr zu tun habt.